gar kein Interesse an Elektromobilität hat. Und wo kämen wir denn dahin, wenn da noch mehr Mieter kommen würden? Wir erwarten eine Entscheidung. Fragwürdige Argumente. Wie ist jetzt sozusagen die Strategie? Hallo, herzlich willkommen. Ihr seht schon, wo ich heute stehe. Heute ist ein besonderer Tag. Ihr könnt es hoffentlich sehen. Ich stehe am Amtsgericht Potsdam und in genau 5 Minuten muss ich auch schon oben sein im Raum 305, denn heute findet eine Verhandlung statt. Wir erwarten eine Entscheidung und zwar erinnert ihr euch an unsere Videos. Jan Michalke aus Potsdam hat seine Vermieterin, seinen Vermieter verklagt auf, dass sie dulden den Einbau einer Wallbox an seinem Stellplatz. Und heute gehen wir zur Entscheidung und wir sind alle schon sehr gespannt. Und was mir aufgefallen ist, es sind richtig viele Leute da. Wenn ich jetzt nicht reingehe, kriege ich auf jeden Fall keinen Sitzplatz mehr. Deswegen flitze ich jetzt ins Gebäude rein und dann sind wir mal gespannt, wie es ausgeht. Bis gleich. Jan, heute war ja ein Tag, auf den du sicherlich hingefiebert hast. Für alle, die es nicht gesehen haben, Jan wartet seit über 2 Jahren darauf, dass er an seinem Stellplatz, wir haben ja verschiedene Videos dazu gedreht schon, sein Auto laden kann. Und wie es kam, wie es kommen musste, nämlich zum Verfahren sozusagen, du gegen die gegen den Vermieter, gegen die Vermieterin, Gesellschaft. Erzähl mal, Jan, wie es gelaufen ist. Ja. Also ich bin mittelmäßig zufrieden. Der Richter hat grundsätzlich die Berechtigung meines Anliegens bestätigt. Die gegnerische Seite hat durch verschiedene fachliche Einwände versucht, ein bisschen Salamitaktik zu betreiben. Es sind ein paar recht fragwürdige Argumente gebracht worden. Wir müssen jetzt noch ein bisschen nachschärfen in dem Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis und dann soll es am 14. Oktober einen weiteren Termin zur Entscheidung geben. Jan, sag uns doch mal ganz kurz bitte, was waren denn die Hauptargumente der gegnerischen Seite, um sozusagen gegen die Installation deiner Wallbox zu sein? Hauptsächlich hat die Vermieterin oder die Gegenseite, sagen wir mal so, gesagt, dass die Unzumutbarkeit deswegen gegeben ist, weil Brandschutzthemen nicht berücksichtigt sind und weil Verlegearbeiten von Elektroinstallationen stattfinden müssen und es deswegen auch nicht zumutbar ist. Und besonders interessant fand ich die Äußerung, dass die Gegenseite gar kein Interesse daran hat, eine solche Installation zu erlauben. Die Begründung, warum, ist auch sehr interessant, weil es kommen in der Zukunft ja noch mehr Mieter mit solch einem Anliegen. Und wo kämen wir denn dahin, wenn da noch mehr Mieter kommen würden? Ich habe ja leider nur die Hälfte verstanden, deswegen stelle ich nur die Fragen. Steht mir auch nicht zu, Antworten zu geben. Aber so wie ich das vernommen habe, und das war unser Eindruck, dass die Gegenseite, sagen wir mal, wirklich gar kein Interesse an Elektromobilität hat. Ja, genau, das würde ich auch so sehen. Ja. Erstens die Hinhaltetaktik schon, dass es überhaupt diesen Termin gab. Es gab 3 Terminverschiebungen aufgrund der Gegenseite. Und dann jetzt nochmal diese Hinhaltetaktik mit den Einwänden, versuchten Einwänden technischerseits. Und sogar wörtlich gesagt, ja, wir haben ja gar kein Interesse daran, ist eindeutig, dass die Gegenseite kein Interesse hat. Wobei man natürlich, klar, es ist richtig, du wirst der Erste sein, dann kommen immer mehr nach, das ist klar. Spätestens, wenn es keine neuen Verbrenner mehr gibt, wird es immer mehr Elektroautos geben. Das heißt, eigentlich ist es ja irrsinnig, dass sich jetzt in deinem Fall deine Wohnung, dein Vermieter, deine Vermieterin gar nicht intensiv anscheinend mit der Thematik auseinandergesetzt hat. Ja, das stimmt, aber ich muss der Vermieterin zugutehalten, dass sie nicht die Einzige ist, die sich nicht damit auseinandersetzt. Ich möchte hier an der Stelle, wir stehen hier in Potsdam, auch nochmal einen Appell an die Stadt richten. Es gibt nach wie vor im Kirchsteigfeld und auch in Drewitz noch keinen öffentlichen Ladepunkt. Und dort wohnen 20.000 bis 25.000 Menschen aus dieser Stadt. Und die Stadt hat auch eine Verantwortung und die nimmt die Stadt ebenfalls nicht wahr. Wie ist jetzt sozusagen die Strategie für die nächsten 14 Tage, 4 Wochen? Ich glaube, ihr habt euch auf 14 Tage geeinigt oder wie war das? Ich habe es nicht genau verstanden. Ja, wir wollen in 14 Tagen nochmal die technischen Brandschutzthemen nachliefern und auch nachliefern, dass die ausführende Baufirma eine Fachfirma ist, die nach den geltenden Vorschriften, nach den geltenden technischen Vorschriften installieren wird. Und das sollte dann auch ausreichen, um die technischen Einwände zu beheben.
Dann denke ich mal, haben wir eigentlich, oder hast du, das ist ja dein Fall, können wir dir erstmal dafür gratulieren, dass der Richter, so habe ich es auch verstanden, du hast es ja auch gesagt, klar bestätigt hat, dass du diesen Anspruch darauf hast. Und natürlich nicht nur du, sondern per Gesetz natürlich alle Mieter grundsätzlich einen Anspruch darauf haben. Und das ist, sollten wir an der Stelle vielleicht jetzt für heute mitnehmen. Ganz wichtig ist, dass wenn ihr euch Angebote erstellen lasst oder wenn ihr diskutiert, dass ihr sagt, entsprechend mit den Firmen diskutiert, dass diese Dinge wie optische Zumutbarkeit und auch welche Art Baumaßnahmen gemacht werden und vor allem auch die Sicherheit natürlich extrem berücksichtigt werden. Genau. Okay, dann würde ich sagen, dann Jan, vielen Dank erstmal dafür und sozusagen, wir können dir halb gratulieren, den Rest schaffen wir natürlich auch noch, schaffst du natürlich auch noch zusammen mit deinem Anwalt. Dein halber Fanclub ist hier, die Familie nehme ich mal an und Freunde und Bekannte sind hier. Es haben gar nicht alle in den Saal gepasst, das hat mich besonders gefreut, da ist schon großes Interesse dran. Und dann denke ich, sagen wir beide an der Stelle erstmal Tschüss aus Potsdam und dir nochmal danke, dass wir dabei sein durften. Ja, vielen Dank und bleibt dabei und bleibt stark, liebe E-Mobilisten. So machen wir das, alles klar. Ciao, ciao aus Potsdam. Ich abonniere mich selber. Geb ich mir zwei Daumen. So, kannst loslegen. Okay.